Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, W50 rückt anscheinend immer näher, allerdings haben wir bisher noch keine offiziellen News dazu erhalten. Denn, ja, allen Anschein nach kommt dies erst wahrscheinlich nächste Woche. Ne? Am Mittwoch sind ja sonst normalerweise immer die ganzen News und ja, dort kam diesmal aber leider gar nichts. Ja, jetzt haben wir ein ganz stinknormales, ja, Event, wie wir es halt so kennen. Ne? Wir haben es in der Post hier gesehen. Einmal Glanzparade des Goldes und einmal Tag der tollkühnen Tiere. Heute kann ich auf jeden Fall nicht sprechen, das merke ich jetzt schon. Und ansonsten haben wir hier keine weiteren Neuigkeiten dazu. Ja, außer dass, ja, heute jetzt besser gesagt, ne, heute ist ja schon Donnerstag, ja, ein Stream auf Twitch kommt, der das erste Mal auf Deutsch ist von Shakes and Fidget. Ansonsten gibt es da keine weiteren News zu. Ne? Und ja, es ist auch schon soweit bekannt, dass, ja, also warum sollte diese Woche noch was kommen? Nächste Woche wird es wahrscheinlich Neuigkeiten dazu geben, was uns erwarten wird. Ne? Allen Anschein nach Freitag natürlich, denn wenn es gut läuft, der Serverstart W50. Ne, da sind natürlich schon die Augen weit offen, denn kommt noch dazu, dass es ja wahrscheinlich einen Geburtstags-Dungeon gibt, wieder als legendärer Dungeon verpackt. Ne, das sind jetzt soweit schon die Neuigkeiten, die man so zusammen, eins und eins zusammenzählen kann. Ne? Und ja, ich bin gespannt, was da noch denn oben drauf kommt, falls noch was oben drauf kommt, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja? Und ich gehe mal davon aus, dass wir Dienstag oder Mittwoch nächste Woche denn dazu die ersten News auf jeden Fall, ja, mitkriegen oder dass uns das gesagt wird. Mehr kann ich euch ja da jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht erzählen. Ne? Mehr weiß ich ja eben jetzt auch nicht. Und dann heißt es soweit erstmal abwarten. Ja, ansonsten, ja, ich bin schon auf jeden Fall sehr, sehr gehypt und kann es kaum abwarten tatsächlich, bis es denn soweit ist, bis wir jetzt mal endlich die News bekommen, dass W50 offiziell ist. Ne? Viele Leute haben sich da schon den Urlaub oder die Zeit freigehalten, um den Start denn dort auch dementsprechend mitzukriegen. Und es wäre sehr schade, wenn das nicht der Fall sein wird, dass nächsten Freitag zum Geburtstag von Shakes and Fidget dann auch der 50. internationale Server startet. Ne? Aber ich gehe wirklich zu 99% von aus, dass es so sein wird. Ansonsten hätten sie nicht W49 jetzt noch so schnell released nach W48 direkt. Ne? Ja, ansonsten habe ich noch ein paar kleine Informationen für euch. Und zwar zu unserer Gilde, die wir ja planen, also der Terra und ich. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon die zweite Welle an Bewerbungsgesprächen schon lange abgehakt und haben, wie auch bei der ersten Welle, unsere, ja, sag ich mal, besten Kandidaten schon eingeladen. Ne? Ansonsten an alle Leute aus der ersten Welle und aus der zweiten Welle an Bewerbungsgesprächen, ihr habt immer noch die Chance, aufgenommen zu werden. Ja, Terra und ich werden einen festen Tag nochmal ausmachen, an dem wir sagen, jo, wir sind voll, jetzt braucht ihr nicht mehr auf eine Bewerbung warten oder auf eine Einladung warten. Und ja, an alle Leute, die schon in der Gilde sind, die werden es halt mitkriegen, weil die Leute eben eine Einladung zu unserem Discord-Server für W50 erhalten haben. Ne? Aber das können halt eben auch nur die wissen, die, ja, die schon eine Einladung haben. Ne? Ansonsten alle anderen ja, haben trotzdem noch die Chance, ne? Wie gesagt, aus dem ersten und zweiten Bewerbungsgespräch. Und es wird auch jetzt nochmal an alle Leute, die bisher keine Zeit gefunden haben, beim ersten oder beim zweiten Bewerbungsgespräch dabei zu sein. Es gibt jetzt auch noch eine dritte Welle an Bewerbungsgesprächen und das wird dann die allerletzte Chance sein, euch nochmal bei uns, ja, kurz vorzustellen und nochmal die Chance zu haben, denn auch in die Gilde aufgenommen zu werden. Ne? Und ja, das Ganze wird stattfinden diesen Sonntag um
18 Uhr. Nochmal für 2 Stunden, so wie letztes Mal auch, von 18 bis 20 Uhr. Vielleicht überziehe ich nochmal eine halbe Stunde mit dem Terra, aber mehr dann auch wirklich nicht, weil ich den Tag dann auch wieder Nachtschicht habe natürlich, ne, so wie letztes Mal auch. Deswegen geht es auch nur von 18 bis 20 Uhr. Ihr müsst euch halt nach uns richten. Aber wir haben halt den ersten Termin schon so gemacht, dass es von 20 bis 22 Uhr war. Nee, von 22, ich weiß gar nicht mehr, war von 22 bis 0 Uhr, ne, waren glaube ich die Bewerbungsgespräche. Und dann haben wir von 22 bis 4 Uhr morgens Bewerbungsgespräche gemacht. So, den zweiten Termin haben wir dann nicht mehr so spät gemacht, sondern von 18 bis 20 Uhr. Ja, und jetzt auch nochmal von 18 bis 20 Uhr auf einem Sonntag. So, weil wir da dachten, da werden jetzt ja nun wirklich die meisten von euch Zeit haben, ne? Und ja, wer denn halt sich die Zeit jetzt nicht dafür ja einnehmen kann, dann tut es mir leid an der Stelle. Aber wir haben halt auch wirklich sehr, sehr viele Bewerber gehabt, die beim ersten Gespräch gesagt haben, ey, ich habe jetzt hier morgen Frühschicht, ich muss um, keine Ahnung, um 5 Uhr klingelt mein Wecker. Und die haben noch bis 4 Uhr morgens hier im Warteraum gesessen oder bis 3 Uhr morgens oder keine Ahnung wann, ne? Und haben noch so lange drauf gewartet, dass wir die hochmoven. Also jeder muss irgendwo Abstriche machen, ne? Aber wenn es euch das wirklich wert ist, bei uns mit in der Gilde zu spielen, dann denke ich mal, findet ihr die Zeit. Ja, also wenn euch das wirklich wert ist, dann findet ihr die Zeit dafür. Und wenn wir jetzt 3 Termine gemacht haben, dann sollte da mindestens einer dabei sein, wo man sagt, jo, hier nehme ich mir jetzt mal ganz kurz die Zeit. Und ja, das Ganze wurde ja auch ein paar Tage vorher immer angekündigt oder mal einen Tag, beim ersten war es ja einen Tag vorher. Und ja, diese paar Minuten, die findet man immer. Und ja, zwischen Tür und Angel kann man immer mal, auch wenn man unterwegs ist, natürlich mit Discord das Handy parat halten und gucken, aha, jetzt werde ich gerade hochgemoved. Und ja, es haben ganz viele Leute ganz viele Abstriche machen müssen. Und ja, deswegen, das zeigt dann aber auch, dass die Leute gerade wirklich bereit sind, Opfer zu bringen, um halt in die Gilde zu wollen und dass die es halt wirklich ernst meinen. So, ne? Also wenn ihr wollt, dann findet ihr die Zeit. Ne? Gut, auf jeden Fall, das war denn das allerletzte Bewerbungsgespräch dann. Ne? Also einen vierten Termin wird es nicht geben. 3 sollten, denke ich mal, wirklich ausreichen dafür. Und ja, wer jetzt den ja nach dem dritten nicht dabei ist, ne, da werden Terra und ich dann halt, wie gesagt, nochmal einen eindeutigen Termin machen, wo wir sagen, stopp, die Gilde ist voll. Und ja, dann wisst ihr da auf jeden Fall dann auch Bescheid, ob ihr halt eben drin seid oder nicht. Ansonsten kann ich euch nochmal ja, ein paar Informationen sagen. Und zwar sind momentan 32 Plätze belegt in unserer Gilde. Wir haben jetzt, glaube ich, schon im dreistelligen Bereich Bewerbungsgespräche geführt. Ne? Also das waren wirklich schon jede Menge. Und ja, von denen haben wir uns wirklich jetzt nur die Leute ausgesucht, die wirklich so heftig performt haben im Bewerbungsgespräch und auch schon mit der Bewerbung an sich, mit der Vorabbewerbung schon geglänzt haben. Ne, wir führen da ja halt, wie gesagt, ein paar Punktelisten und ja, die geht dann nach bestimmten Kriterien und je nachdem, wenn dann halt die Leute halt im Bewerbungsgespräch ja, sehr doll überzeugt haben und halt die Bewerbung vorher auch schon uns gefallen hat, dann habt ihr halt immer schon mal ganz gute Karten. So, ne? Und wir haben jetzt, wie gesagt, schon 32 Plätze schon komplett belegt und den Rest werden wir dann nach der dritten Welle dann ja, nachlegen. So, dass dann nach der dritten Welle an Bewerbungsgesprächen dann die restlichen Plätze vergeben werden. Wir haben immer noch, und das ist nochmal, möchte ich nochmal erwähnen, es haben immer noch viele Leute die Chance, in die Gilde zu kommen. Ne? Also jetzt, der noch nicht dabei sein sollte, Hoffnung nicht aufgeben, denn ihr habt immer noch die Chance, ja, Teil der Gilde zu werden und nach der dritten Welle am Sonntag, wenn wir da fertig sind mit den Bewerbungsgesprächen, kann es sein, dass wir auch auf Leute von dem allerersten Bewerbungsgespräch zurückgreifen. So, ne? Und ja, wir wollen aber halt jeden, oder so gut es geht, wollen wir halt jeden mal einmal anhören. Und ja, das ist auf jeden Fall, denke ich mal, die fairste Variante. Ne? Und das sind soweit auch alle Informationen, die ich nochmal euch geben wollte, was die Gilde betrifft. So, ne? Also wie gesagt, merkt euch das Ganze am Sonntag von 18 bis 20 Uhr führen wir die letzten Bewerbungsgespräche nochmal bei Terra auf dem Discord-Server.
Ne? Da geht ihr einfach hier auf Terra seinen Server drauf und scrollt dann ganz nach unten. So, hier haben wir einmal die W50 Bewerbungen, ja, und dann haben wir einmal einen Warteraum hier unten irgendwo. Oder den Bewerber-Warteraum, da findet ihr euch dann ein, ne, und wartet dann so lange, bis ihr dann hochgemoved werdet in den Channel. Und ja, das ist auf jeden Fall das, was ihr dann machen solltet, ne? Also am Sonntag solltet ihr euch dann hier dementsprechend einfinden. Gut, das waren soweit die News, ne? Also soweit die Update-News, ne? Und ja, ansonsten zu W50, sobald irgendwas bekannt ist, werde ich euch das natürlich sofort um die Ohren hauen, ne? Damit ihr da dann auch so rechtzeitig wie möglich Bescheid wisst, ne? Und dann war es das soweit von meiner Seite aus. Ansonsten hoffe ich, ja, hat euch das Video gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.